Gardi Hutter steht schon seit fast 40 Jahren auf der Bühne. Mit ihrem Programm ist sie auf allen 5 Kontinenten auftreten. Und das, obwohl man ihr den Erfolg am Anfang nicht zugetraut hat. Gestern hat sie eine Auszeichnung entgegennehmen, dort, wo ihre Karriere als Clownin angefangen hat. Gardi Hutter gewinnt den Honorary Companion-Preis der Zürcher Hochschule der Künste für ihr Lebenswerk. Vor über 40 Jahren hat sie an dieser Schule, damals hieß sie noch Schauspielakademie, ihren Abschluss gemacht. Ein solcher Preis wäre bis vor kurzem für ihre Kunstgattung außergewöhnlich gewesen. Als Clown ist man in der sogenannten Unterhaltung, wo man ja meistens nur Unterhaltung ist. Man ist lustig, das heisst, es ist keine Kunst. Und wenn dann die Hochschule der Künste kommt und sagt, nein, doch, deren geben wir jetzt den Ehrenpreis, finde ich, wow, dann sehen sie, dass eben die komische Kunst auch eine Kunst ist. Das beweist sie seit Jahrzehnten mit ihrer Rolle als Hannah. Eine tollpatschige und verrückte Frau, die erfinderisch über die Tücken des Lebens stolpert. Dass Gardi Hutter als Clownin Erfolg erntet, hatte man ihr nicht zugetraut. Lange galt, Männer sind komisch, Frauen tragisch. Früher, wenn die Frau vor allem muss einfach gut heiraten muss, dann kann sie nicht komisch sein, dann muss sie gefallen, dann muss sie gefällig sein, dann muss sie nett sein. Komik ist aggressiv. Komik, es will ja niemand, dass man über ihn lacht. Ein Mann schon gerne nicht. Aber eine Frau, die lacht, ist einfach als Gefahr empfunden worden. Das ist heute ein alter Käse, aber so war es, als ich in die Schule bin. Und auch der einstige Direktor der Hochschule meinte nach bestandener Aufnahmeprüfung zu ihr. Lassen Sie, Sie haben Talent, aber Sie sind klein, Sie werden nie eine Hauptrolle spielen. Das war mein Anfang. Aber es hat trotzdem geklappt. Also ich nehme es mir gerne nicht übel, weil er mich ja nur vorbereitet auf eine Realität, die einfach da ist. Im Theater ist das Frauenbild so eng. Gardi Hutter ließ sich aber nie vom Weg abbringen. Das schätzen auch ihre Wegbegleiter an ihr. Viel durchhalten will, einen langen Schnuff hat sie und ein zähes Frauenzimmer. Sie hat, glaube ich, den Weg wirklich bereitet für ganz, ganz viele junge Frauen, die dann eben in die komische Ecke haben wollen gehen. Man lacht eigentlich nicht über sie im Sinn von, dass man die Figur auslacht, sondern man gewöhnt sie lieb. Gardi Hutters Kampfgeist beeindruckt bis heute. Dank diesem kann sie auf eine 40-jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken.